Heute möchten wir euch mit hineinnehmen in ein besonderes Erlebnis, was Martin und ich heute hatten in Bezug auf das Wort Gottes. Zuerst hatten wir uns morgens einen Clip angehört von David Wilkerson, den wir auch auf unserer Webseite einstellen werden, wo ihr den auch nachvollziehen könnt. Und als wir diesen Clip gehört haben, sprach David Wilkerson von David in Ziklag. Und das ist immer wieder eine Geschichte, die mich zutiefst bewegt. David kommt nach Ziklag von einem Kampf und er sieht, dass Ziklag, die Stadt, niedergebrannt ist. Und er hört, dass die Frauen und Kinder weggeführt wurden und es war eine allgemeine, erschreckende und plötzliche Situation über sie gekommen, die sie zutiefst deprimierte. Die 600 Kämpfer, die bei ihm waren, waren zutiefst erschüttert über das, was passiert war. Und in der Bibel heißt es, sie weinten, bis sie keine Tränen mehr hatten und sie hatten sogar vor, David zu steinigen. Du merkst also, wenn du auch diesen Bericht in der Bibel liest, welch eine erschreckende Situation das gewesen ist. Herausfordernd, nicht einfach mit einem Schnipp zu lösen. Und das Besondere bei diesem Bericht ist es, dass David sich in Gott stärkte. In dem Clip von David Wilkerson wirst du auch seine Forderung nach diesem Stärke dich in Gott, stärke dich im Wort Gottes, das wirst du dann sehr deutlich wahrnehmen. Und wir haben auch dann diesen Clip zu Ende gehört und ich schlug eine Bibel auf und ich habe sie einfach nur so aufgeschlagen. Manchmal geht es mir so, dass ich denke, was heißt einfach so aufgeschlagen? Manchmal ist es so, dass ich weiß, das Wort Gottes findet mich. Amen. Das Wort Gottes findet uns. Und als ich diese Bibelstelle gelesen habe, die da vor mir war, war es eine Stelle aus Haggai. Haggai war ein Prophet im Alten Testament. Wenn du den Propheten Haggai liest, das ist wirklich nicht ein großes Buch, ein langes Buch, nicht ein kompliziertes Buch. Und ich würde dir sehr empfehlen, dieses Buch, diesen Propheten einfach mal ein bisschen näher anzuschauen, ein bisschen zu studieren, zu lesen. Wer war das? Was wollte er? Was ist das eigentlich Wichtige? So, und als wir ein bisschen eingestiegen sind in diesen Text und gebetet haben, fielen uns so viele Worte darin auf, die jetzt für diese Zeit für uns total wichtig sind. Ja. Und es war, wie das bei David in Ziklag war, dieses Wort aus Haggai stärkte uns. Und wir glauben, dass es auch dich stärken kann, wenn wir zusammen jetzt dich daran teilhaben lassen, dieses Wort mit uns zu betrachten. Wer war Haggai? Weißt du, das Interessante ist schon sein Name. Sein Name heißt Festlich. Und das, was er da beschreibt, das ist im ersten Moment gar nicht so festlich. Haggai heißt festlich. Für die unter euch, die sich mit den sieben Festen der Bibel auskennen, für die ist dieser Begriff schon von dem Klang her vielleicht geläufig. Denn am Sederabend wird aus der Haggadah, der Festschrift, gelesen. Daher der Name Haggai, festlich. Was war die Aufgabe von Haggai? Haggai war einer der frühen Propheten, nachdem das Volk Gottes aus der Gefangenschaft zurückkam. Und er war der Prophet, der eigentlich das Wort hatte für das Volk, sie zu tadeln, weil sie sich so nachlässig darin taten, das Haus Gottes, den Tempel, zu bauen. Und ganz am Anfang lesen wir da in Haggai 1, Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. So, und Gott stellt dieses Volk in seiner Nachlässigkeit wirklich zur Rede und sagt, ihr denkt an euer eigenes Ding und macht euer eigenes Ding, aber im Grunde genommen kommt es gar nicht zur Verwirklichung dessen, was ihr da wollt. Aber ich ermutige euch,
kommt jetzt in Aktion. Steht auf, holt die Zutaten, holt das Holz zum Bau für den Tempel. Richtig. Und in Haggai wirst du drei große Ermutigungen für das Volk Gottes finden, aufzustehen. Aufzustehen in einer Zeit, die wirklich herausfordernd ist, wo der Tempel nicht mehr gebaut war, sondern wirklich zerstört da niederlag. Und diese Aufforderung hier in Haggai, die hat uns so sehr angesprochen. Und Gott sagt, baut das Haus, dann werde ich daran Gefallen haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Und Haggai, der Bote des Herrn, der im Auftrag des Herrn zum Volk sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Wenn ihr also das Haus Gottes baut, wenn ihr in Aktion kommt, wenn ihr aufsteht, wenn ihr euch nicht zurücklehnt, dann bin ich mit euch, spricht der Herr. Und in dem Text geht es weiter, dass der Geist Gottes Menschen erweckte. Zuerst erweckte er den Geist Zerubabels, den Statthalter, dann den Hohenpriester und dann heißt es, das finde ich so genial, der Herr erweckte, der Geist Gottes erweckte das ganze Volk, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machte. Weißt du, was das für uns heißt? Wir sind gerufen, das Reich Gottes zu bauen. Fang an aufzustehen, über deine normalen Sachen rauszukommen und das Reich Gottes zu bauen, vorwärts zu preschen, nicht nachlässig zu sein, nicht zu sagen, oh, es ist alles so schrecklich und es ist so deprimierend und alles ist zerstört. Schau, ich habe vorhin von David in Ziklag gesprochen. Es war alles zerstört. Das, was er vorgefunden hat, war Asche. Und Asche ist Asche. Und trotzdem fassten sie Mut, weil das Wort Gottes kam und sie glaubten dem Wort Gottes und sie zogen mit David in den Kampf. David Wilkerson hat in seinem Clip gesagt, es gibt eine Zeit für Weinen, aber es gibt eine Zeit aufzustehen und zu kämpfen. Yes. Und wir glauben, dass es jetzt eine Zeit gibt, aufzustehen und zu kämpfen und das Reich Gottes zu bauen. So, und der eigentliche Text, der uns so sehr ins Herz gefallen ist, den will ich jetzt lesen und dann wird Martin ein paar Dinge dazu sagen, die uns wirklich stärken. Da heißt es am Ende in Vers 21 von Haggai 2, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen. Und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Lasst uns über dieses Wort jetzt nochmal gemeinsam nachdenken, denn es spricht genau jetzt in diese Zeit der krisenhaften Auseinandersetzung, der Bedrückung und dieser depressiven, kollektiven Angst. Und es macht uns Hoffnung. Lass dich ermutigen, jetzt durch diesen Text zu gehen. Zerubabel war in der königlichen Linie von David tatsächlich der rechtmäßige Herrscher. Und er war eingesetzt als Statthalter von Juda. Gut, und dann heißt es hier, dass das Wort des Herrn zu Haggai geschah, und zwar zum zweiten Mal an diesem Tag. Es gibt noch ein anderes Wort. Und da heißt es, dass Gott sagt, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Nun, warum hat uns das angesprochen? Hast du mal darüber nachgedacht, wieso der Himmel erschüttert wird? Schau mal, wir haben zum einen den Himmel, den wir kennen, das ist das Firmament. Hier, blauer Himmel, also die Atmosphäre, einfach so. Was hier gemeint ist, ist eine andere Art von Himmel, manche sagen der zweite Himmel, es ist der übernatürliche Bereich, wo die Schlachten zwischen Licht und Finsternis stattfinden. Der Bereich, wo die Weltherrscher in der Luft sind, ja? Der übernatürliche Bereich.
Und dann gibt es noch den Bereich, wo Gott ist, der im meisten sagen, im dritten Himmel ist, wovon Paulus auch schreibt, dass er dahin entrückt worden ist. Gut, der Himmel, der hier also erschüttert worden ist, ist der übernatürliche geistliche Bereich. Und dort sind Leute, die eine prophetische Gabe haben, die empfindsam dafür sind, die spüren schon seit langem, dass in diesem übernatürlichen Bereich gigantische Kämpfe stattfinden zwischen den Kräften des Lichtes und den Kräften der Finsternis. Und wir haben schon oft darüber gesprochen. Es gibt eine gewaltige Auseinandersetzung, die haben Propheten auch immer und immer wieder gesagt. Und sie tobt überall auf der Welt, aber sie tobt auch gerade jetzt in Europa und in Deutschland. Gut, und da werden Dinge erschüttert im Übernatürlichen. Ich habe vor kurzem einen Clip gemacht, da ging es darum, dass die dunkle Decke über der Nation und über ganz Europa immer mehr zerstört wird, dass sie zerbricht, dass sie in sich zusammenfällt, dass sie kollabiert. Das ist etwas, was im Geistlichen das gleiche Bild ist. Es wird erschüttert und durch die Erschütterung gibt es gewaltige Veränderungen. Der Himmel öffnet sich. Das ist im Übernatürlichen, der erschütterte Himmel. Und gleichzeitig erleben wir eine erschütterte Erde. Dazu braucht man nicht viel sagen. Das ist das, was wir momentan erleben. Erschütterungen, gewaltige Veränderungen, die über den Erdkreis gehen. Wir sehen das also und sagen, das ist etwas, was uns angesprochen hat, wie ein Rhema-Wort, wo wir sagen, das sagt der Herr jetzt, in dieser Situation, in dieser Corona-Situation zu uns hier in Deutschland. Und dann heißt es, und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Das ist nach unserem Verständnis die bösen Mächte, die sich in den einzelnen Königreichen einfach versuchen, aufgrund von okkulten Machenschaften und so weiter, zu etablieren und Wirken Gottes zu verhindern, dass Leute sich bekehren, dass sie gerettet werden, zu verhindern, einfach Machenschaften des Bösen, eben Mächte und Gewalten, Fürstentümer und so weiter. Und Gott sagt, ich werde die umstürzen. Ja? Yes. Im Englischen steht, ich werde sie auf den Kopf stellen, ich werde sie also richtig umschmeißen. Und das betrifft eben tatsächlich den Thron der Königreiche und die Macht der Königreiche in den Nationen. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Das heißt, das sind die Systeme überall auf der Welt, die das, was diese bösen Herrscher planen, diese Fürsten und Mächte planen, das umzusetzen. Das sind die Kräfte, die das umsetzen, dämonische Strukturen und was auch immer. Und die werden von Gott attackiert und werden tatsächlich überwältigt. Ja? Sie sollen umstürzen, sie sollen so richtig durcheinander kommen. Alles kommt, die fallen übereinander mit ihren Pferden, ihren Wagen, ihren Reitern, alles bricht zusammen. Und dann heißt es hier, jeder fällt durch das Schwert des anderen. Das heißt, diese Mächte der Finsternis fangen an, sich selber zu attackieren. Und das finden wir mehrfach in der Bibel, beispielsweise bei Gideon, auch bei Josaphat, dass der Feind anfängt, sich selber zu zerstören, wenn er im Grunde genommen einfach, wenn Gott erscheint und wenn das Licht kommt und wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und das ist hier der Fall. Und deshalb glauben wir, dass dämonische Strukturen in Deutschland, und die gibt es reichlich, im Zusammenbruch sind. Wir glauben, dass der Himmel sich gerade öffnet. Wir glauben, dass dieser Staudamm, falls du damit was anfangen kannst, das ist ein prophetisches Bild gewesen, dass der jetzt gerissen ist und dass das Wasser kommt. Wir glauben, dass ein gewaltiger Veränderung wie ein Tsunami über Deutschland geht, in der geistlichen Dimension, in der himmlischen Dimension. Wir glauben, dass wir vor gigantischen Veränderungen stehen und dass es jetzt der Zeitpunkt ist, für das Volk Gottes, wie Sigrid schon gesagt hat, aufzustehen, vorwärts zu gehen, nicht zurückzuhalten, sondern das Land, also im Geist, für den Herrn der Herren einzunehmen. Ja? Und wir glauben, das ist etwas, was der Herr heute tatsächlich in unser Herz hat fallen lassen. Nach diesem Clip von David Wilkerson, wo wir gesagt haben, das ist so gigantisch. Und er hat gesprochen am Ende davon, dass er sagt, es werden Menschenmassen werden sich bekehren. Yes. In diesen ganzen verrückten Umstürzen, yes. In diesem Chaos, in diesen Problemen. Und exakt dann fiel dieses Wort hier bei uns in unser Herz. David Wilkerson hat gesagt, du brauchst ein Wort vom Herrn. Und im gleichen Moment schlägt Sigrid das auf und dieses Wort ist zu uns gekommen. Und wir sind wirklich sehr begeistert davon. Schau, für mich ist es immer sehr wichtig, dass wir, wenn wir davon sprechen, aufzustehen, in den Kampf zu ziehen, in die Auseinandersetzung nicht zu scheuen, nicht nachzulassen in dem
was Gott uns gegeben hat, nicht nachzulassen im Glauben, dann ist es für mich immer auch sehr wichtig, Zuversicht, das, was Gott erreichen will, seinen Plan, sein Ziel. Ich muss das unbedingt wissen. Und hier bei Haggai wird vorher von dem eigentlichen Ziel gesprochen, was der Herr hat. Und das lesen wir hier in Haggai 2, denn da heißt es, denn so spricht der Herr der Herrscher noch einmal, wenig Zeit ist es, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Das ist das, was Martin vorhin erzählt hat. Das kommt zweimal in diesen kurzen Versen vor. Und deshalb ist es eine besondere Betonung, die Gott da drauf legt. Und dann geht es in Vers 7 von dem zweiten Kapitel weiter. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten der Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Weißt du, das ist das Ziel. Die Herrlichkeit Gottes. Amen. Die Herrlichkeit Gottes wird aufleuchten. Yes. Die Herrlichkeit Gottes wird der Faktor sein, um den es hier geht. Es ist die Herrlichkeit des Hauses Gottes, die Herrlichkeit des voranschreitenden Reiches Gottes, die hier betont wird. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Und der nächste Vers, der Vers 9, das ist wie Cherry on the Cake, wie das Sahnehäubchen. Das ist der Kernvers von diesem Buch. Da heißt es, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Er wird dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Er wird dieses Haus zu einem kostbaren Edelstein machen. Er wird das, was wir bis dahin gesehen haben, toppen mit der Herrlichkeit, die das ganze Haus erfüllen wird. Und das ist das, was wir beten. Das ist das, was wir erwarten. Das ist das, was wir herbeisehen. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist das, wenn wir beten, Herr, gib uns Freimütigkeit. Herr, gib uns Kühnheit. Herr, lass uns Zeichen und Wunder sehen, die du in unsere Hand legst, damit Menschen zu dir geführt werden, damit Menschen dich finden, Herr, dass Menschen hinzugewonnen werden, dass der Himmel gefüllt wird. Amen. Und das ist unsere Amen. Zukunft. Und das ist das, was wir erbitten und erdenken. Und der Herr wird mehr geben. Und an dieser Stelle erinnerte ich mich an etwas, und zwar an ein Wort des Herrn, was ich in meiner Bibel als Lesezeichen liegen hatte. Und ich habe meine Bibel geholt. Bei dem Buch Haggai fand ich an genau dieser Stelle dieses Lesezeichen. Da heißt es, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht Yahweh, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht Yahweh Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen. Nach dem Wort, das ich euch zusagt, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, das ist wirklich ein gutes Wort für jetzt. Es heißt, wir sollen jetzt gerade in dieser Zeit, gerade jetzt in diesen Momenten, gerade in dieser Phase, uns nicht fürchten, sondern arbeiten, um das Haus des Herrn, das heißt den Tempel, das Volk Gottes zu bauen, das Reich Gottes zu bauen. Und diese Bibelstelle war zitiert worden von Lauren Cunningham. Und zwar im Jahr 1994, am 25. Juni 1994, da war der Marsch für Jesus in Berlin. Das ist lange her, ja, bald 26 Jahre her. Und dort hat er genau dieses zu Deutschland gesprochen. Er hat gedacht, das ist eine Bibelstelle für Deutschland. Und ich habe da mal nachgeschaut, es gibt ein Buch, da ist in einer sehr langen Passage von ihm über Deutschlands Bestimmung geschrieben, wo er einen historischen Rückblick macht und wo er einfach davon ausgeht und weitergibt, was Gott für Deutschland geplant hat. Und wenn dich das interessiert, wir stellen das bei uns auf der Webseite, da kannst du es dir als PDF dann ansehen und lesen. Und dort ganz am Ende sagt er Folgendes, als prophetischen Zuspruch für unsere Nation. Und jetzt hört ihr das an. Deutschland hat auch im Blick auf eine Erweckung in Europa eine Schlüsselrolle.
Wo der Satan Tod und Sünde in überfließendem Maß brachte, wird die Gnade jedes Maß noch um vieles Amen. Übertreffen. Amen. Gerade in dem Land, über das der Feind wie eine Flut hereinbrach, wird der Geist Gottes den Pegelstand des geistlichen Lebens anheben. Viele Gebetsbewegungen gewinnen an Kraft. Der Hunger nach Einheit wächst. Man kann das an Veranstaltungen wie dem Marsch für Jesus ganz deutlich erkennen. Die Spaltung der Vergangenheit sollten überbrückt werden. Intellektueller Stolz wird ersetzt durch Demut und Liebe zueinander. Mehr und mehr Evangelisten stehen auf. Jetzt kommt's. Dieses Land mit einem großen Herz für die Nationen wird noch einmal die ganze Erde mit Bibeln, einer neuen Reformation, Erweckungsbewegung, Gebet für die Nationen und die Aussendung von Missionaren zu jedem Kontinent segnen. Und dann zitiert er diese Bibelstelle. Fasst Mut, alle Menschen dieses Landes. Fasst Mut, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Amen. Das hat er vor fast 26 Jahren weitergegeben. Und weißt du was? Das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Diese prophetische Aussage, was für uns in Deutschland jetzt auf uns zukommt, ist noch nicht passiert. Und genau das lesen wir hier in diesem Zusammenhang mit diesen Situationen, dass Gott sagt, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und wir sind echt davon überzeugt, dass es jetzt, wir befinden uns jetzt schon jenseits der Schwelle, wo diese Dinge freigesetzt sind. Ja. Wir glauben, dass das Reich Gottes in Deutschland vor seiner größten Stunde steht. Wir glauben, dass der Geist Gottes in gewaltiger Weise was bewirkt. Viele, viele Prophetien gibt es, die immer wieder gesagt haben, Leute, es kommt Erschütterung, es kommt ein Shift, es kommt Change, es kommt wie ein geistliches Erdbeben und so weiter. Und die Sachen werden sich dramatisch verändern. Und ihr sollt nicht Angst haben, sondern ihr sollt aufstehen. Und genau das Gleiche sagt David Wilkerson und hier Lauren Cunningham. Und das sind zwei gewaltige Männer Gottes. Und von daher sind wir überzeugt, dass jetzt die Zeit ist, wirklich für uns als Volk Gottes, uns nicht von Angst und nicht von Panik und nicht von irgendwelchen komischen, abstrusen Sachen, die die Welt beschäftigen, bestimmen zu lassen, sondern aufzustehen, auf den Herrn zu schauen, sein Wort ernst zu nehmen, das zu ergreifen, was er sagt, egal wie die Umstände um uns herum ausgehen, und vorwärts zu gehen, Licht und Salz zu sein in dieser Stunde. Ich glaube, dass wir als Volk Gottes in dieser Nation jetzt in etwas völlig Neues hineingehen können. Und es ist super gut, wenn du dabei bist. Und das Buch, in dem dieses Zitat von Lauren Cunningham drin kommt, hat den Titel Los jetzt. Los jetzt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was für dich und mich gilt. Los jetzt. Denn Gott hat mehr für uns. Amen. Amen.